Herr Dr. Zockers, ich freue mich, dass wir beide uns hier mal wieder hören. Ich sehe, da kommen auch schon die ersten Gesichter rein, weil ich benutze ja das erste Mal Stereo. Da kommt ein Daumen nach oben. Die Stimmung ist gut. Die Stimmung ist sehr gut. Herrlich, Aaron. Ich sehe das auch hier. Ich staune auch. Ich habe auch das erste Mal ein iPhone in der Hand. Ich bin ja so ein alter BlackBerry-Vertreter hier noch aus der fossilen Vorzeit. Aber sieht gut aus, ja. Ja, und alle, die jetzt da sind, ihr könnt natürlich jetzt Sprachnachrichten schicken. Und ich hoffe, ich kann die dann auch abspielen. Und das klappt alles, aber das kriegen wir hin. Also fragt fleißig eure Fragen an Dr. Zockers und mich. Aber Herr Dr. Zockers, wie war denn heute der Tag in der Rechtsmedizin? Wie hat er angefangen? Wie war insgesamt der Tag? Das würde mich natürlich sehr interessieren. Der Tag war eigentlich wie jeder andere, fing um kurz nach 7 Uhr hier an. Dann 7.30 Uhr eine Frühbesprechung, in der wir jeden Morgen die Fälle des vergangenen Tages kurz besprechen, was eben bei den Obduktionsfällen rausgekommen ist, dann ob in der Nacht irgendwelche Tatorte waren, Tötungsdelikte, dann welche Fälle für den Tag dann anliegen und was so mit Studentenunterricht ist, solche Sachen, das läuft natürlich jetzt relativ wenig in Corona-Zeiten. Und dann geht es ab kurz vor 8 in den Sektionssaal, da hatten wir heute 8 Obduktionen, haben im Moment gerade 3 Studenten hier, die wir ausbilden. Ja, das ist so das übliche Programm, ne? Ah, okay. Was mich 8 Obduktionen. Wie viel Rechtsmedizinerarbeit machen Sie die alle selbst oder verteilen Sie das an 3 Mitarbeiter oder machen das die Studenten und Sie gucken darüber? Nee. Also wir sind hier insgesamt knapp 140 Mitarbeiter in der Berliner Rechtsmedizin, bestehend aus 2 Instituten und einer Gewaltschutzambulanz. Davon sind 20 richtig so klassische Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner, die im Sektionssaal stehen. Und es ist eben nach Strafprozessordnung auch vorgeschrieben, dass immer 2 Rechtsmedizinerinnen respektive Rechtsmediziner die Obduktion durchführen, zu zweit. Und das können jetzt nicht 3 Leute mal eben 8 Obduktionen machen, sondern das wird dann schon dann eben auf 8 erste Obduzenten und 8 zweite Obduzenten verteilt, ne? Ah, okay. Okay, ich sehe schon auch gerade, wir haben hier die erste Frage. Die würde ich jetzt mal direkt abspielen. Braucht man, um Rechtsmedizinerin zu werden? So, da erstmal einen schönen Gruß. Das war von der Pet. Ja, da erstmal einen schönen Gruß in die Schweiz, würde ich mal sagen. Würde ich auch denken. Also, welche Voraussetzungen braucht man? In Deutschland braucht man, und das wird in der Schweiz auch nicht anders sein, Abitur. Dann muss man das Glück haben, einen Medizinstudienplatz zu ergattern, was mittlerweile sehr schwer geworden ist, weil die meisten Universitäten nur noch jemand annehmen mit einem 1er-Abi. Das war zum Glück in meiner Zeit noch ein bisschen leichter. Und dann was haben Sie denn für ein Abi, Herr Zockers? Ich habe ein Abi von 3,0. Nein, wirklich? Ja. Ich habe damals meinen Studienplatz... Das hätte ich auch noch geschafft. Ja, aber Aaron, warte mal ab. Ich habe damals meinen Studienplatz über den Medizinattest gekriegt. Das heißt, es wurde bundesweit wurden solche Tests geschrieben, damit eben auch Leute wie ich mit einem schlechten Abi, die faule Schüler waren, die Möglichkeit haben, da reinzukommen. Und ich habe dann tatsächlich den zweitbesten Test in Deutschland geschrieben, bundesweit, im Bundesdurchschnitt, und dann sofort einen Platz gekriegt. Insofern, das hat das ausgeglichen. Aber auf die Karte würde ich jetzt nicht setzen. Das ist so die Wildcard, die nicht unbedingt zieht. Also man sollte schon, wenn man es vorher weiß, dass man es werden will, in der Schule Gas geben. Aber um jetzt nochmal die Frage zu Ende zu beantworten. Also du brauchst Abitur, du musst Medizin fertig studieren und danach, nach dem mindestens 6-jährigen Medizinstudium, kommt noch eine 5-jährige Facharztausbildung für Rechtsmedizin. Das heißt, die Ausbildung dauert mindestens 11 Jahre. Gibt es da ein Lehrgehalt oder irgend sowas? Ja, klar. Also du, natürlich als Medizinstudentin oder Student nicht, aber dann fängst du mit einem ganz normalen Assistenzarztgehalt an. Wie ist das eben, so? Ich glaube, das liegt jetzt um so 4.500 bis 6.000. Ich kann es dir nicht sagen, das ist je nach Tarifverträgen unterschiedlich. Das ist ja schon okay. Ja, das ist ja, natürlich ist das okay. Aber du darfst halt in dieser Zeit dann viele Sachen nicht selbstständig machen, sondern musst es eben unter Supervision von Fachärzten machen. Du bist eben in der Weiterbildung zum Facharzt für Rechtsmedizin. Aber ich glaube, das kommt jetzt ja auch nicht so tatsächlich aufs Geld drauf an, sondern das Geld ist ja eigentlich dasselbe in den anderen medizinischen Berufen auch, nicht? Also man würde wahrscheinlich nicht die Rechtsmedizin wählen, um Geld zu verdienen. Die Tarifverträge gelten ja dann, ob du nun in der Chirurgie bist oder ob du in der Rechtsmedizin bist oder in der inneren Medizin. Da gibt es überall das gleiche Gehalt, mal abgesehen vielleicht von irgendwelchen Nachtdienstzuschlägen oder Wochenenddiensten. Okay, also dann haben wir die Frage, glaube ich, gut beantwortet. Ich bin gerade so ein bisschen geschockt. Wir haben schon so viel zu tun, dass Sie aber in den Beruf so gerade so reingeschlittert sind mit klar einem guten zweiten Platz in dem Test. Aber
Dreier Abi, das hätte ich auch noch geschafft. Guten Tag, Herr Dr. Zokos, und da habe ich noch eine Frage. Und zwar, was verdient man so ungefähr als Gerichtsmediziner? Das interessiert uns alle. So, das wird ja immer, ja. Also, wie gesagt, so das Einstiegsgehalt, jetzt mich bitte nicht festnageln, das ist von Tarifvertrag und Bundesland zu Bundesland verschieden, sind so 4.500 bis 6.000 Euro. Und dann natürlich später als Oberarzt oder auch als Chefarzt gibt es natürlich noch weitere Zulagen. Aber das ist überall vergleichbar mit allen anderen Gehaltsgruppen in der Medizin. Aber trotzdem guter Tipp, wenn man reich werden will, sollte man nicht in die Rechtsmedizin gehen. Okay, wie ist es denn eigentlich mit den Arbeitszeiten? Dann sollte man YouTuber werden. Das stimmt, das kann ich sagen. Und vielleicht noch viele Sachen nebenbei machen, so wie Aaron. Wie ist es denn eigentlich mit den Arbeitszeiten in der Rechtsmedizin? 8 bis 16 Uhr und Freitag ab 1 macht jeder seins? Ja, Dimido, nicht? Nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Aaron, du hättest du gern wohl. Nicht? Nein, also es geht schon tatsächlich hier morgens um 7 los und es sind 40-Stunden-Wochen, das heißt, es sind so am Tag 8 Stunden oder mal Nacht, Montag bis Donnerstag 8,5 Stunden und dann Freitag eben 2 Stunden weniger. Aber wir haben natürlich auch Nachtdienste und Bereitschaftsdienste und solche Sachen an Wochenenden, an Feiertagen. Es ist nur nicht so, wie viele denken, eure Patienten können ja warten. Nee, wenn ein Tötungsdelikt ist oder ein Tatort, dann muss eben immer eine Rechtsmedizinerin oder Rechtsmediziner on duty, on call sein und losfahren können. Also das ist jetzt nicht unbedingt der Job für die Leute, die wenig arbeiten wollen, sondern man muss dann eben auch tatsächlich nachts um 2 aufstehen und Leistung auf Punkt bringen können, wenn es eben um Tötungsdelikt geht, um eine Sektion, die sich dann vielleicht noch den ganzen Vormittag bis Mittag des nächsten Tages hinzieht. Super, dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Herr Zokos, gab es schon mal Fälle, wo Ihnen wirklich schlecht geworden ist, beziehungsweise Sie sich übergeben mussten? Nö, das gab es nicht, aber wir kommen als Mediziner natürlich auch nicht so ganz unbedarft dann hier an, weil man eben als Medizinstudent schon mal 4 Semester, 2 Jahre in der Anatomie zum Beispiel an Leichen präpariert. Man hat die Pathologie, man sieht natürlich einige schon in der Rechtsmedizin. Mir ist noch nie wirklich schlecht geworden. Es gab natürlich Situationen, wo ich zum Beispiel in Thailand direkt nach dem Tsunami 2004 in der Tempelanlage stand, da lagen 20.000 Leichen auf dem Boden und faulten in der Sonne. Und zwischendurch rannten immer mal Hunde und bissen davon ab. Das sind schon so Situationen, wo man denkt, man ist echt irgendwo in der Apokalypse. Und das ist völlig surreal. Aber auch da wurde mir nicht schlecht. Ich meine, das sind ja alles Menschen, nicht? Das darf man nie vergessen. Also, und meine Aufgabe ist eben, tatsächlich der Wahrheit zu dienen, aufzuklären, was ist mit diesen Menschen passiert. Und da muss man solche Gefühle oder Befindlichkeiten oder Übelkeitsattacken muss man ausblenden. Aber das hat, glaube ich, auch keiner von uns Rechtsmediziner, dass einem da schlecht wird. Da würde man wahrscheinlich Florist werden oder so, wenn man da die Gerüche räumen wir denn aber auch liebt. Da räumen wir mal direkt mit einem Vorurteil auf. Es liegt aber auch nicht daran, dass sie sich immer irgendwas unter die Nase schmieren, oder? Richtig. Das ist das Mythos aus Das schweigende Lämmer, wo Clarice Starling und alle anderen sich dann mit viel Brimborium so Tigerbalsam unter die Nase schmieren. Das macht kein Mensch. Aber das hat seitdem jeder Drehbuchschreiber abgeschrieben und alle denken, wenn sie mal bei uns zu Besuch sind, wo ist denn hier die Tube mit dem oder das Döschen mit dem Tigerbalsam? Nee, machen wir nicht. Man braucht die Nase tatsächlich, um zum Beispiel Alkohol zu riechen, also was Aromatisches, wenn es fruchtig riecht, möglicherweise ein entgleister Diabetes, wenn es nach Ammoniak riecht, Nierenversagen. Also da gibt es viele Gerüche und den Geruchssinn brauchen wir genauso wie auch den Tastsinn oder das Visuelle. Gut, den einzigen Sinn, den Sie nicht benutzen, ist der Geschmackssinn. Das kann man ja auch sagen. Aaron, da hast du recht. Das ist Nagel auf den Punkt. Nagel den Gag habe ich mir nicht gehen lassen, aber wir kommen zur nächsten Frage, weil die kommen ja, Aaron, reingeballert. Du weißt doch, lieber einen guten Freund verlieren als einen guten Spruch, ne? Genau, deshalb haust du die Dinger hier rein. Wie ist das mit Muskelmemory? Ist das wie bei Tieren, dass die dann auch, wenn die tot sind, noch mal so eine Stunde später zucken können, also die Muskeln sich bewegen? Oder ist es bei Menschen anders? Hatten Sie doch schon mal einen Fall, wo sich dann die Leiche noch mal bewegt hat? Also, spannende Frage, Kira. Nein, hatte ich nicht. Und das gibt es auch bei Menschen tatsächlich nicht. Aber du darfst natürlich eins nicht vergessen. Wenn wir Rechtsmediziner kommen, sind die Leute in der Regel ja schon länger als eine Stunde tot. Es gibt kaum die Fälle, wo wir so früh an Tatort gerufen werden. Das heißt also, in der ersten Stunde nach dem Tod sind wir in der Regel noch gar nicht da. Insofern, auch wenn es das geben würde, könnte ich es dir nicht berichten. Aber ich gehe davon aus,
dass es sowas definitiv nicht gibt, weil das dann natürlich auch von Angehörigen oder so schon mal berichtet worden wäre oder von Ärzten im Krankenhaus. Nee, das ist wahrscheinlich was, was ins Tierreich oder aufs Tierreich beschränkt ist. Ich habe letztens eine ganz tragische Geschichte bei den Kollegen von Mordlust gehört. Die haben erzählt, es ist ja eine Urangst, lebendig begraben zu werden. Und da gab es wohl in Argentinien, ist die Rechtsmedizin wohl doch nicht so gut, da ist eine junge Dame gestorben, die wurde dann für tot erklärt oder war nicht in der Rechtsmedizin und wurde auch beerdigt. Und ein paar Stunden später war der Mann immer noch am Grab und hat dann das Klopfen gehört und hat dann schnell Hilfe geholt. Aber das Problem ist, bis die Hilfe da war und das ausgegraben wurde, ist die Dame leider erstickt. Ja, also da kann man froh sein, wenn man nicht in Brasilien lebt, dass wir hier eine vernünftige Leichenschau haben, die sich nämlich auf die sicheren Todeszeichen, Totenstarre, Totenflecken oder Fäulnis beschränkt. Das kann ich mir schon vorstellen. Also wenn eine Leichenschau nicht ordentlich ausgeführt wird, dass man sowas übersehen kann. Und das scheint auch in südlichen Ländern, auch gerade weil es um Südamerika gegen Brasilien, durchaus die Regel zu sein. Denn dort gibt es tatsächlich auf vielen Friedhöfen, ich habe mir das mal angesehen, so Sicherungseinrichtungen, das heißt so Winkelemente, dass du dann aus dem Sarg winken kannst und Schnorchel und Klingeln und so. Aber wenn die Leichenschau richtig durchgeführt wird, gibt es sowas nicht. Ich habe allerdings selber einen Fall miterleben dürfen von tatsächlich Scheintod. Das war in meiner Zeit in der Hamburger Rechtsmedizin, das ist jetzt bald 15 Jahre her. Da ist eine alte Frau vom Notarzt in die Rechtsmedizin gebracht worden, also als tot, für tot erklärt. Da in Hamburg im Institut ist auch zugleich die städtische Leichenhalle. Und da hat der Student den Leichnam entgegengenommen, ist mit dem Leichnam in den Keller gefahren, in einem Sack, also in einem Leichensack, und sah dann plötzlich, wie der Leichensack sich bewegte und der Brustkorb hob und senkte. Und dann war die ungewöhnliche Situation, dass eben zwei Notarztwagen vor der Rechtsmedizin standen und die Frau noch reanimiert wurde. Die war tatsächlich nicht tot, als sie für tot erklärt wurde. Was nur damit zu erklären ist, dass der Notarzt einen weiteren Einsatz hatte und dann tatsächlich nur aufgrund einer EKG-Ableitung, also Elektrokardiogramm, den Tod erklärt hat. Aber sonst ist in Deutschland die Wahrscheinlichkeit, lebendig begraben zu werden, um da mal den Bogen zu spannen, jetzt eigentlich fast null. Das ist doch gut zu wissen. Und dann haben wir da auch einen Haken hinter und kommen zur nächsten Frage. Na, da. Moin Aaron, hallo Dr. Zokos. Meine Frage wäre, ob die Zahl der Opfer während Corona enorm zugenommen hat. Also bei uns auf keinen Fall. Woran liegt das? Weil Leute, die an oder mit Corona sterben, also in der Regel dann an dieser Covid-19-Lungenentzündung, ja kein Fall für die Rechtsmedizin sind, weil das natürlich ein natürlicher Tod ist. Wie auch zum Beispiel irgendjemand, der an Masern oder Diphtherie oder einer schweren Durchfallerkrankung stirbt, wenn da nicht der Verdacht auf einen ärztlichen Kunstfehler im Raum steht, dann kommt er nicht zu uns. Das heißt also bei uns, wir haben, ich würde mal jetzt einfach schätzen, vielleicht so 30 Covid-19 positive im letzten Jahr untersucht. Und wir haben hier über 2400 Obduktionen in dieser Zeit durchgeführt. Das ist eben kein Thema für die Rechtsmedizin, was jetzt aber nicht heißen soll, dass diese Erkrankung nicht gefährlich ist oder nicht tödlich verlaufen kann, aber ist eben nichts, was als Tötungsdelikt in Betracht kommt. Das war doch mal sehr interessant, das wusste ich auch nicht. Und bei Ihnen kommen ja, also da muss man ja wirklich sagen, wer kommt denn zu Ihnen? Wer kommt denn überhaupt vorbei, also oder welche Leichen landen denn bei Ihnen auf dem Tisch? Also wir haben drei Todesarten, natürlich, nicht natürlich und ungeklärt. Alle, bei denen ein natürlicher Tod attestiert wird durch den leichenschauenden Arzt, sind schon mal kein Fall für uns. Bei denen, wo auf den ersten Blick klar ist, der ist erstochen, erschossen worden, wird ein nicht natürlicher Tod attestiert, die kommen zu uns. Und bei einer ungeklärten, in einigen Bundesländern auch ungewiss bezeichneten Todesart, wenn man eben nicht sagen kann, was hat zum Tod geführt, wird der Leichnam genauso wie bei nicht natürlichen Todesfällen zunächst mal von der Polizei oder zunächst mal beschlagnahmt und dann erfolgen polizeiliche Ermittlungen und dann wird von einer Staatsanwältin oder einem Staatsanwalt entschieden, ob eine Obduktion angeregt wird, die dann wieder ein Richter anordnen muss. Also ihr merkt, da ist schon relativ hoch diese Schwelle. Das ist jetzt nicht einfach so, dass gesagt wird, wir führen jetzt eine Obduktion durch, sondern erst polizeiliche Ermittlungen, dann Staatsanwaltschaft und dann ein Richter. Das heißt also immer, wenn man ein Verbrechen nicht ausschließen kann durch die Befunde der äußeren Leichenschau, durch das, was man an einem Leichenfundort feststellt, sind die Verstorbenen ein Fall für die Rechtsmedizin.
Also ist es jetzt auch so, wenn jemand im Krankenhaus an einer Krebserkrankung stirbt, kommt der nicht zu Ihnen? Muss man das auch ist, ganz klar das sagen. Das ist richtig. Es sei denn, die Angehörigen sagen, es kann doch gar nicht sein, dass der hier nach 2 Tagen im Krankenhaus verstirbt. Haben die den denn überhaupt richtig behandelt? Und dann eben eine Strafanzeige bei der Polizei stellen und sagen, wir gehen hier davon aus, dass ein ärztlicher Kunstfehler vorliegt. Dann würde die betreffende Person möglicherweise zu uns kommen. Sehr gut. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Hatten Sie in letzter Zeit einen Fall, der Sie arg interessiert hat oder der arg aus der Masse herausgestochen ist? Tja, das ist tatsächlich eigentlich schwer zu sagen, weil kein Fall wie der andere ist. Ich finde eigentlich jeden Fall spannend, aber wenn man jeden Tag 8 bis 10 Obduktionen die Befunde sieht, entweder selber obduziert oder sich die Befunde zeigen lässt, dann ist es relativ schwierig, da so einen Fall, der rausfällt, zu benennen. Was mir so vom Ende letzten Jahres im Gedächtnis geblieben ist, ist dieser Kannibalismusfall, den wir gerade in Berlin hatten, wo wir eben dann auch die Leichenteile untersucht haben. Auf mehr möchte ich da jetzt gar nicht eingehen, aber sowas ist dann schon mal was Spezielles. So Kannibalismus kommt vor, aber auch nicht so oft. Gibt es denn in der Rechtsmedizin so ein paar Sachen, wo eigentlich den alle gern untersucht hätten, den Tod? Keine Ahnung, ob es jetzt ein JFK ist oder der Ötzi. Also, klar, wo man sagt, natürlich sind das spannende Fälle. Nicht? Also rein aus wissenschaftlichem Interesse, zum Beispiel den Tod von Uwe Barschel, dass die Obduktion... Würde ich gerne nochmal durchführen, wenn das möglich wäre. Oder Lady Diana oder Kurt Cobain, alles so prominenten Todesfälle, wo im Nachhinein auch nach Jahrzehnten eigentlich noch so viel Spekulationen ins Kraut schießen. Und da hat man natürlich heutzutage ganz andere Möglichkeiten, sowohl toxikologisch als auch mit postmortaler Computertomographie, das heißt also mit röntgenologischen, bildgebenden Verfahren im Sektionssaal. Das wäre schon reizvoll, wenn man das nochmal entsprechend untersuchen könnte, diese Todesfälle. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Hallo Aaron, hallo Dr. Zokus. Meine Frage wäre an euch, gab es für Sie, Dr. Zokus, einen Fall, in dem Sie gemerkt haben, Sie kommen dem nicht so ganz auf die Schliche, sind sich nicht ganz sicher, sodass Sie gegebenenfalls sich sogar nochmal Rat geholt haben? Oh, das ist eine sehr gute Frage, bis jetzt die beste. Super Frage, ja. Natürlich gibt es immer mal wieder Fälle, wo man im Kollegenkreis verschiedene Möglichkeiten diskutiert. Aber Marley, da muss man zu sagen, dass wir in der deutschen Strafprozessordnung auch festgeschrieben haben, dass immer 2 Obduzentinnen oder Obduzenten die Obduktion durchführen. Das heißt, wir haben das Vier-Augen-Prinzip, was einfach davor schützen soll, dass einer oder eine sich allein ein Bild macht, sondern es sind immer 2 Obduzenten dabei. Und eigentlich diskutieren wir jeden Fall. Das ist jetzt nicht, natürlich, es gibt einfache Fälle, ein Herzinfarkt, eine Lungenentzündung, aber der Großteil der Fälle ist eben relativ komplex. Das mag sein, dass jemand von einem Auto erfasst wird, wir dann feststellen, dass zum Beispiel bei der Reanimation der Tubus nicht richtig gelegt wurde und statt eben in der Luftröhre in der Speiseröhre lag. Und dann diskutiert man natürlich auch im Kollegenkreis, ist das hier tatsächlich in Anführungsstrichen der Sargnagel gewesen? Ist das am Ende die Todesursache oder waren die Verletzungen durch den Verkehrsunfall schon so schwer? Viele Fälle löst man natürlich auch erst Wochen später, wenn das Ergebnis der chemisch-toxikologischen Untersuchung vorliegt. Manchmal löst man sie auch erst Wochen später unter dem Mikroskop, wenn man feststellt, da ist eben eine Herzmuskelentzündung, da sind Entzündungszellen, die ich unter dem Mikroskop im Herzmuskel sehe, die ich eben mit bloßem Auge nicht gesehen habe. Das heißt also, man diskutiert schon viele Fälle und es gibt eben immer wieder Fälle, die man zunächst am Sektionstisch nicht klärt, aber die eben dann durch die nachfolgenden Untersuchungen wie Toxikologie oder unter dem Mikroskop geklärt werden. Da habe ich mal eine Frage, die mir gerade kam, als Sie das erzählt haben. Bei der Polizei ist ja ein großer Helfer Detektiv Zufall. Gab es bei Ihnen auch mal irgendwas, wo Sie dadurch, dass Sie vorher einen Film geschaut haben oder irgendeine Dokumentation, dass Sie dadurch schneller waren? Oder ach, guck mal, das ist ja das. Ja,
Das kann ich dir auch genau sagen. Ich saß ungefähr 1998 oder 99 mal auf dem Frankfurter Flughafen und habe da die Frankfurter Allgemeine Zeitung gelesen und habe da drin gelesen, dass dem Betäubungsmittel oder dem Schlafmittel Rohypnol ein grüner Farbstoff zugesetzt wird. Flunitrazepam ist die Substanz und dieses, wie heißt denn das, irgend so ein grüner Farbstoff, Indigokamin zugesetzt wird, weil diese Substanz häufig als K.O.-Mittel missbraucht wurde. Mittlerweile ist die Substanz bei uns völlig aus dem Handel, damit das eben nicht passieren kann. Und man hat eben einen grünen Farbstoff diesem Medikament zugesetzt. Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwo in einem Getränk das auflösen, sondern dann wundert sich die andere Person, warum das so einen Grünstich hat. Und dann habe ich zwei, drei Wochen später eine junge Frau obduziert und der ganze Magen war komplett grün verfärbt, die ganze Magenschleimhaut. Und ich habe mich genau daran erinnert und bin zu unserem Toxikologen gegangen und habe gesagt, das ist mit Sicherheit eine tödliche Rohypnolvergiftung. Und der hat gesagt, Quatsch, das ist ausgeschlossen, das Grün muss irgendwas anderes sein, das gibt's nicht. Und dann bin ich zur Apotheke, habe diese Rohypnol-Tabletten gekauft, habe da mal 4-5 Stück in Wasser aufgelöst. Es wurde tatsächlich grün und habe ihm das auf seinen Schreibtisch gestellt. Und dann hatten wir auch relativ schnell den Fall geklärt, weil er genau darauf untersucht hat. Und es war tatsächlich dieses Rohypnol. Also das war sowas, wo ich das vorher gelesen habe. Und wenn ich das nicht gelesen hätte, wäre ich da mit Sicherheit nicht drauf gekommen. Super, das ist eine sehr spannende Anekdote oder Geschichte. Und deswegen kommen wir direkt auch zur nächsten Frage. Hallo Dr. Zirkus, eine Frage aus Dresden. Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie einen Fall nicht bearbeiten konnten, weil es Ihnen zu unangenehm war oder, ich sag mal, zu eklig? Also, dass Sie abgebrochen haben und einen anderen Arzt haben übernehmen lassen? Nee, das gab's nicht. Das gab's bisher nicht. Ich habe mal eine Sektion unterbrechen müssen, weil ich mich so in den Finger geschnitten habe, dass ich erstmal genäht werden musste. Und dann habe ich weitergemacht. Tun Sie das dann selbst? Nee, das habe ich nicht selbst gemacht. Das mit einer Hand sich selbst zu nähen, ist schwer. Achso, das stimmt. Nee. Oder die Frage anders gestellt, macht es deine Kollegin oder fahren Sie ins Krankenhaus? Ich bin hier nebenan, hier war so eine Ambulanz zu der Zeit und bin da rumgelaufen und habe gesagt, wer kann mich mal schnell hier nähen? Und dann haben die mich genäht. Das war ganz schön tief, also es ging bis auf den Knochen. Und dann habe ich aber irgendwie danach direkt eine Stunde später oder so weiter seziert. Aber das war der einzige Grund, dass ich mal eine Sektion für ein paar Stunden oder für eine Stunde unterbrochen habe. Das andere nicht. Also das, entweder man macht den Beruf oder man macht ihn nicht. Das ist jetzt nicht so, dass man morgens mit einem Flaumengefühl hingeht und denkt, oh Gott, ich möchte bitte nichts sehen, was irgendwie mit Maden oder Fäulnis oder irgendwelchen schweren Verletzungen zu tun hat. Das ist halt unser Job. Und ich habe auch in vielen Katastrophengebieten gearbeitet, nach dem Jugoslawienkrieg, die Opfer von diesem Genozid in Srebrenica identifiziert. Nach dem Tsunami war ich da. Ich bin viel unterwegs gewesen und das waren alles auch keine frischen Leichen oder besonders gut riechenden, aber das hat mich eigentlich nie abgeschreckt. Was war denn die längste Obduktion, die du hier durchgeführt hast? Das war eine Obduktion eines damals 7-jährigen Mädchens, die vergewaltigt und getötet worden war und dann in einem Karton in der Wohnung des Täters gefunden wurde. Die hat über 17 Stunden gedauert, diese Obduktion, weil das einfach zusammen mit der Spurensicherung so akribisch durchgeführt werden musste, weil eben klar war, er hat sie erst entkleidet oder er hat sie entführt, er hat sie entkleidet, er hat sie dann vergewaltigt, er hat sie dann wieder angezogen, dann hat er sie wirklich wie so ein Paket verschnürt und dann in diesen Karton gepackt und da musst du halt wirklich jede einzelne Kleidungsschicht, jedes Teil dieses Kartons, wirklich jeden Millimeter des Körpers für die Spurensicherung mit Klebeband abkleben und untersuchen. Dann natürlich auch gerade diese Genitaluntersuchung und Analuntersuchung bei so einem sexuellen Tötungsdelikt ist natürlich sehr zeitaufwendig. Das hat 17 Stunden gedauert, die Obduktion. Und was war die Kürze? Gibt es eine kürzeste? So 10 Minuten fertig raus? Nö, 10 Minuten schaffst du nicht. Also das, so viel Zeit muss sein. Nicht? Also in der Stunde ist ein normaler Herzinfarkt, der einen schon anspringt. Weißt du, du machst die Brusthöhle auf, du nimmst das Brustbein ab, schneidest den Herzbeutel auf und da läuft schon jede Menge Blut raus. Und dann weißt du, der hat eine Herzbeuteltamponade, das heißt eine Auffüllung des Herzbeutels mit Blut. Und dann weißt du, das ist ein Herzinfarkt und du untersuchst das Herz, dann da bist du mit der Stunde dabei. Ah, aber trotzdem kann man sagen, es müssen immer, oh, ich hab's vergessen, Schädelplatte, Bauch und Brust geöffnet werden, oder?
Ja, also Kopfhöhle, Brusthöhle, Bauchhöhle, das ist tatsächlich in der Strafprozessordnung in Deutschland so festgeschrieben. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Also, hallo erstmal. Meine Frage wäre, ob es ein Erlebnis gab, was Ihnen so bis heute noch im Kopf geblieben ist oder ein Erlebnis, was Sie nicht so stark verkraftet haben, wie Sie es immer da bieten. So. Also es gibt verschiedene Situationen, die ich mir immer noch sehr genau vor Augen halten kann. Eine ist zum Beispiel, als ich 2015 einen Jungen, der von einem Serienmörder getötet und in einem Kleingartengelände vergraben worden war, wirklich mit eigenen Händen ausgegraben habe. Das war dieser Serienmörder Silvio Schulz aus Potsdam, der innerhalb kürzester Zeit zwei kleine Jungen entführt und getötet hat. Und 15 Minuten lang hat er geredet, mehr nicht. Er hat danach nie wieder ein Wort gesagt zu diesen Verbrechen, weder zu seinem Anwalt noch in der Gerichtsverhandlung noch im Gefängnis. Und in diesen 15 Minuten hat er eine Zeichnung angefertigt, wo er ein weiteres totes Kind abgelegt hat. Und da ich schon in dem anderen Fall involviert war, bin ich dann von der Generalstaatsanwaltschaft in Brandenburg gefragt worden, ob ich diese mit bei der Suche nach der Leiche teilnehmen könnte. Und wir wussten, dass das Kind in einem Kleingartengelände liegen soll. Und dort, wo er es eingezeichnet hatte, war ein Teich. Und wir haben dann diesen Teich quasi richtig zerlegt. Da war eine große Folie unter und darunter waren Platten. Und die Polizeibeamten haben alle gesagt, da ist nichts mehr. Und ich habe gesagt, ich rieche was. Ich weiß, dass hier eine Leiche ist. Ich kann das riechen. Den Geruch erkenne ich, auch durch Gehwegplatten. Da haben wir diese Gehwegplatten weggenommen und alle dachten, da ist nichts. Und ich habe dann mit meinen Händen gegraben und da kam ein Karton zum Vorschein. Und als ich dann diesen Karton da rausgeborgen habe, aus diesem Erdgrab, habe ich gefühlt, dass da ein Knie gefühlt und eine Hüfte von einem Kind. Das weiß man halt, wenn man selbst Vater ist, weiß man, wie sich so ein 7-jähriges Kind anfühlt in so einem völlig durchweichten Karton. Also das war schon ein ganz besonderes Erlebnis, nicht? So als Erster zu wissen, da liegt ein totes Kind und ein totes Kind ist in diesem Karton drin. Das ist so eins der Erlebnisse, was ich sicherlich nie vergessen werde. Aber das ist jetzt nicht, dass mich das irgendwie traumatisiert hat oder dass ich da nur nachts aufwache und erstmal Beruhigungstabletten und Schnaps nehmen muss, sondern das gehört halt zu meinem beruflichen Leben dazu und zu meiner beruflichen Erfahrung. Das ist einfach ein Teil von mir. Das ist jetzt nicht, dass mich das irgendwie fertig macht. Dr. Zorges, ich bin ja auch Riesenfan von Ihrem Podcast. Kann ich wirklich jedem empfehlen, der gerade zuhört oder zuschaut noch später. Und ich bin ja auch von dem Podcast so ein Fan, weil es ja auch manchmal so ein paar Täter gibt, die nicht so smart sind oder so ein bisschen dusselig und sich da anstellen. Gibt es da einen Fall, wo Sie sagen, Mensch, der hat sich ja da echt glatt angestellt oder vielleicht, boah, der war echt gut und hätte ich das nicht gefunden, dann wäre er uns allen durch die Lappen gegangen. Aaron, du stellst Fragen. Du hast ja bestimmt schon irgendeine konkrete Episode im Kopf, oder nicht? Naja, ich find zum Beispiel die Podcast-Folge mit dem Apotheker so spannend und faszinierend, dass ich das eine meiner Lieblingsgeschichten von Ihnen ist. Welche ist denn die mit dem Apotheker? Vielleicht, das war gar nicht Ihr Fall, sondern es war ein Fall, der im Podcast gesprochen wurde, wo der Apotheker sich den Finger abgeschnitten hat. Das war ein Zahnarzt. Ach so, ein Zahnarzt, Entschuldigung. Genau, der sich selbst beschädigt hat, das heißt mit der Gartenschere den linken Zeigefinger abgeschnitten hat, um eben eine Invaliditätsrente zu bekommen, weil er dann eben nicht mehr arbeiten kann. Ich finde nicht, dass der sich besonders dumm angestellt hat. Das war ja schon eigentlich schlau, dass der sich vorher ein Lokalanästhetikum, also ein Betäubungsmittel in den Finger gespritzt hat, damit es nicht so weh tut. Was er nur nicht bedacht hat, ist, dass wir natürlich auch das Blut, was von diesem Finger runtertropft, und zwar in dem Fall auf eine Fußmatte untersuchen und da eben dieses Anästhetikum drin festgestellt haben. Also ich finde jetzt nicht, dass, ich finde, der hat schon ganz gut vorausschauend geplant, aber dann hätte man eben auch das Ganze über dem Abfluss machen müssen und das ablaufen lassen. Ne? Wenn man in Rente gehen will, einfach mal auf die Schmerzmittel verzichten, weil dann hätte das ja geschafft. Aber ich glaube, so ein Finger ohne Betäubung mit der Gartenschere, das können wir ja nachher mal versuchen bei dir, Aaron. Nein, ob wir das schaffen. Nein. Aber ich glaube, das würde ich schon mit Lokalanästhesie machen, ja. Okay, kommen wir direkt zur nächsten Frage. Stimmt es, dass man einen Messerstich nicht spürt? Boah, das, ich wusste gar nicht, dass es diesen Mythos gibt. Ja, vor allem bin ich ja der falsche Ansprechpartner. Also als ich mir den Finger geschnitten habe, habe ich das schon sehr stark gemerkt. Aber
Also es wird, ja, es gibt dieses wird immer wieder gesagt, es gibt Stichverletzungen, die man im ersten Moment nicht spürt, und einen Schlag spürt man. Das hat auch einen einfachen Grund, weil bei einer Stichverletzung mit einem Messer die Nervenenden glatt durchtrennt werden und damit auch die Schmerzweiterleitung. Wenn ich aber jetzt irgendwie mit einem Hammer und beim Baseballschläger auf den Oberschenkel schlage, dann tut das wesentlich mehr weh, weil eben die Nerven stumpf gequetscht und verletzt werden. Also das ist aber nur für den ersten Moment. Natürlich kommt es dann irgendwann zu einer Einblutung und diese Blutung verdrängt Gewebe und das führt wieder zu Druck und dann auch wieder zu Schmerz. Also wie du sagst, es ist tatsächlich ein Mythos, dass man es gar nicht spürt, aber im ersten Moment ist es wohl so, ja. Interessant. Hat sich schon mal bei einer Obduktion, dass einer die Augen nochmal aufgemacht hat? Das ist eine doofe Frage, aber einmal mal stellen, ne? Es gibt keine dummen Fragen, habe ich mal gelernt. Obwohl. Ja, so geht weiter, Adoron. Also, wir hatten das ja im Prinzip schon so. Das bezieht sich doch eigentlich darauf, ob ich schon mal einen Fall von Scheintod hatte. Und das haben wir ja eigentlich schon gehabt. Das oder? Hatten wir. Ja, aber so, ich kann mich erinnern, bei meinem Vater mein Vater hat meinen Onkel eine Zeit lang gepflegt, weil der einen Hirnschlag hatte und dann war es leider ein Pflegefall. Und ich, als in der Nacht, wo mein Onkel verstorben ist, war ich bei meinem Vater und dann hat mein Vater gesagt, okay, mein Onkel ist tot. Aber dann hat sich für mich als Kind, dann hat noch der Magen so ein bisschen gerödelt, ja. Und dann kamen natürlich nochmal so Geräusche oder so und dann dachte ich, Papa, sicher, dass er tot ist, weil es blubbert ja noch. Und dann hat mir das natürlich mein Vater erzählt. Gibt es da noch so andere? Also klar, Zuckung jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber gibt es so ein paar Sachen, wo man als Laie denkt, ey, der ist gar nicht tot? Also es gibt sowas, das wird so als Totenschnaufer bezeichnet, wenn man Leichen umdreht. Manchmal kommt dann eben noch Luft aus den Lungen raus und setzt die Stimmlippen in Schwingung. Dann gibt es so Geräusche. Aber ansonsten, das jetzt, was du vom Magen erzählt hast, ist mir jetzt so nicht bekannt. Okay, kommen wir direkt dann zu einer nächsten Frage. Hallo Dr. Zockers, wie haben Sie Ihren Kindern erklärt, was Sie beruflich machen? Das ist eine ganz tolle Frage. Also das hat sich natürlich langsam entwickelt. Wenn die klein sind, da hat der Begriff Tod ja noch keine Bedeutung. Da weiß man nicht, was tot ist. Und dass man dann eben nicht zurückkehrt. Aber ich habe am Anfang, als die so 7, 6, 7 waren, habe ich gesagt, ich bin Arzt und ich arbeite für die Polizei und ich untersuche, wenn Menschen Opfer eines Verbrechens wurden oder getötet wurden. Und jetzt mittlerweile sind auch die Kleinen schon in dem Alter, dass sie meinen Podcast hören. Ich weiß immer, dass sie heimlich den Podcast hören, wenn sie morgens runterkommen und mich fragen, Papa, was ist denn eigentlich ein Suizid? Oder Papa, was ist denn eigentlich ein Tötungsdelikt? So, dann weiß ich, aha, die haben wieder heimlich Podcast gehört. Das ist jetzt nicht verboten bei uns, aber ist vielleicht nicht unbedingt was für 8-Jährige und 10- oder 11-Jährige, aber man kriegt das, man kann das eben halt nicht verhindern. Insofern, die sind eigentlich jetzt über meinen Podcast ganz gut aufgeklärt. Der Podcast heißt übrigens Die Zeichen des Todes und läuft bei Spotify. Spotify und überall, ich höre immer bei Apple, muss ich auch sagen, überall, wo es Podcasts gibt. Guten Abend, ihr beiden. Meine Frage lautet, wie lange muss eine Leiche gelegen haben, bis sie schon komplett schwarz verfärbt ist? Ich arbeite bei der Polizei und habe schon vieles gesehen, aber das ist eine Frage, welche ich mir schon immer gestellt habe. Ja, Cassandra, das ist eine gute Frage. Das kann man pauschal gar nicht beantworten, denn Leichenfäulnis ist abhängig von der Umgebungstemperatur. Das heißt, wenn jemand bei 4 Grad auf der Straße kollabiert oder in einem Park und nicht gefunden wird und es weiter kalt ist oder sogar die Temperaturen noch runtergehen, dann kommt es gar nicht zu Leichenfäulnis. Aber wenn jemand jetzt bei 25 oder 28 Grad in der Wohnung verstirbt, dann vielleicht auch noch die Sonne durchs Fenster auf den Leichnam scheint, dann kann es schon nach 3, 4 Tagen zu relativ heftigen Fäulnisveränderungen kommen. Das beruht darauf, dass unser ganzer Magen-Darm-Trakt voll ist mit Bakterien, die sich dann eben nach dem Tode postmortal ungehemmt vermehren können, weil eben die Schleimhautbarriere des Darms nicht mehr funktioniert und auch das Lymphsystem und die Abwehrzellen. Die wandern dann einmal durch den Körper durch und die führen einerseits zu so einer Verflüssigung und Grünfärbung des Gewebes. Die Haut wird dann zunehmend braun, dann schwarz. Dann fließt schon reichlich Fäulnisflüssigkeit aus dem Mund raus. Wenn Fliegen anwesend sind, setzen die ihre Eier ab, dann kommen die Maden hinzu. Und dann gibt es den unschönen Effekt, dass manchmal die in der Wohnung drunter wohnen, denken, dass oben die Badewanne ausläuft, aber das Wasser, was rauskommt, ist schwarz und das ist dann aber Fäulnisflüssigkeit. Also, um die Frage zu beantworten, kann man nicht sagen, abhängig von der Umgebungstemperatur, aber auch bei
hohen sommerlichen Temperaturen dauert das schon mindestens eine Woche, bis so ein Leichnam komplett schwarz ist und dann auch aufgebläht. Super beantwortet, deswegen gleich die nächste. Hallo, meine Frage ist, ob man als Kriminalkommissar Anwärterin der Polizei Berlin auch einen Einblick in die Rechtsmedizin bekommen kann, zum Beispiel im Studium, und wie oft allgemein so Polizisten bei Obduktionen dabei sind oder im Sektionssaal stehen. Also wir haben in Berlin eine Kooperation mit der HWRR, mit der Hochschule für Wirtschaft und Recht, wo eben dann auch die Polizeianwärter ausgebildet werden. Da haben wir eine Kooperation, da geht es dann auch tatsächlich mit einer Kollegin in den Sektionssaal zur äußeren Leichenschau. Manchmal sind auch Polizeibeamte, die interessiert sind, bei Obduktionen dabei, und bei Tötungsdelikten sind immer Polizeibeamte dabei. Da ist auch immer eine Vertreterin oder ein Vertreter der Staatsanwaltschaft dabei. Und die Polizeibeamte, die dabei sind bei Tötungsdelikten, das sind dann eben die von der jeweils zuständigen Mordkommission. Die sind dann immer bei Tötungsdelikten dabei im Sektionssaal. Wie oft passiert, dass Leute, die nicht die Rechtsmedizin beruflich machen und dabei sind, denn doch sagen, ich muss jetzt doch mal kurz rausgehen, frische Luft schnappen? Kommt vor. Und wir haben auch immer so ein bisschen so einen Blick dafür, wenn die dann so ganz blass werden, dass man sie dann stützt und rausbringt. Also es passiert schon manchmal, dass Leute umfallen im Sektionssaal. Aber wir versuchen das immer so ein bisschen in Augen zu behalten. Das sind natürlich nicht Leute, Mitarbeiter hier von mir oder so, nicht? Das sind dann eben Polizeibeamte oder auch irgendwie andere Studenten oder so, die das zum ersten Mal sehen. Aber das ist ja nun auch nicht weiter wild und auch nicht weiter verwunderlich. Jeder hat mal bessere Tage und schlechtere Tage, nicht? Das stimmt. Und jetzt gucken wir mal, ob die nächste Frage von jemandem ist, der einen guten Tag hat. Moin, ich wollte mal fragen, wie es aussieht, ob es mehr Männer oder mehr Frauen in der Gerichtsmedizin gibt, also die obduziert werden praktisch. Moin, sag ich mal zurück. Also auf jeden Fall mehr Männer. Warum? Weil mehr Männer an nicht natürlichen Todesursachen oder ungeklärten Todesarten sterben. Warum? Männer sind viel risikofreudiger als Frauen. Männer fahren schneller Auto, Männer fahren besoffen Auto, Männer fallen besoffen oder bekifft von irgendwelchen Balkonen. Männer ziehen mal schnell ein Messer und geraten aneinander, stechen sich tot. Also Männer sind da unsere häufigsten Kunden. Ja, das war sehr gut beantwortet. Warum lachst du, Aaron? Hast du dich selber wiedererkannt gerade in der Beschreibung? Ja, nee, aber das, bei jedem Punkt dachte ich, stimmt. Und ich habe nicht einmal gedacht, nee, halt, das machen Frauen mehr. Und von irgendwie Serien schauen kann man schwer doch bei ihnen landen. Deswegen kommen wir zur nächsten Frage. Auch noch andere Wege, um in den Obduktionssaal zu kommen? Also kann man ein Praktikum machen? Oder gibt es auch Ausbildungsberufe, wo man bei der Obduktion dabei sein kann? Vielleicht für so Leute, die so ein bisschen dumm sind wie ich und ein Abitur nicht gemacht haben? Nee, das hat mit dumm nichts zu tun. Ich habe hier super Sektionsassistentinnen und Sektionsassistenten. Das ist ein Lehrberuf. Ich habe auf meinem Instagram-Account @drzockos gerade einen schönen Feed gemacht dazu. Und zwar zur Ausbildung Sektionsassistentin, Sektionsassistent. Die ist im Moment nur in Bochum möglich. Das ist eine 3-jährige Berufsausbildung mit richtigem Berufsabschluss. Und das sind die Kolleginnen und Kollegen, die eben dann nicht nur den Leichnam vorbereiten, sondern auch bei der Exenteration, bei der Entnahme der Organe dabei sind, bei der Präparation, die zum Beispiel den Kopf aufsägen, das Gehirn entnehmen und für das Werkzeug und so verantwortlich sind. Das ist schon ein sehr, ja, sehr verantwortungsvoller Beruf und eine sehr wichtige Berufsgruppe in der Rechtsmedizin. Das hat krass, und das wird nur in Bochum ausgebildet. Im Moment ja. Es gab hier in Berlin an der Charité auch die Berufsausbildung. Die gibt es im Moment nicht. Ich habe mal gehört, das soll im Oktober diesen Jahres, also 2021, wieder weitergehen. Aber ich weiß nicht, wie das jetzt mit Corona und der Pandemie ist, ob die da vielleicht einen Strich durch die Rechnung macht. Aber interessant. Ich habe letztens gelernt, es gibt einen Friedhof in Deutschland, in dem keine Gräber liegen, weil das ist der einzige Friedhof, wo die Lehrlinge hin können, um zu lernen, wie man den Sarg reinlässt, wie ein Grab auszusehen hat, wie man das Loch macht. Weil das will man ja auch nicht bei so, Omi wird beerdigt und da ist der Azubi und dann lässt er so den Sarg doch runterfallen. Das will man ja auch nicht. Fand ich sehr interessant. Aber da gibt es auch nur einen Ort in Deutschland. Aber okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wie oft befinden Sie sich eigentlich im Gericht, beziehungsweise welche Aufgaben haben Sie dann dort? Tobias, super Frage. Ja, also als Rechtsmediziner ist man natürlich auch
als Sachverständiger vor Gericht. Ich erinnere mich, als ich in meiner Anfangszeit in Hamburg war, ich tatsächlich eigentlich fast jeden Tag vor Gericht als Sachverständiger für Alkohol, für Drogen, aber natürlich auch bei Tötungsdelikten. Ich war jetzt zum Beispiel gerade zuletzt als Sachverständiger bei diesem Fall der Kudamm-Raser, wo es eben darum gab, dass ob jemand wegen Mordes verurteilt werden kann, weil er jemanden totgefahren hat. Oder nach dem Mord an dem Professor von Weizsäcker war ich da als Sachverständiger. Ich war gerade bei diesem Prozess von Georgina Krüger, dieser Mord ohne Leiche, wo der Mann dann tatsächlich auch verurteilt worden ist wegen Mordes. Also das kommt schon relativ häufig vor, dass ich als Gutachter vor Gericht bin. Ich bin manchmal auch in anderen Städten, wenn ich da irgendwie als Zweitgutachter in Duisburg oder in Dortmund oder Köln oder so geladen bin. Das gehört einfach dazu als Sachverständiger. Und worum geht's? In der Regel geht es natürlich um das Darstellen, das Vertreten der Obduktionsbefunde. Das heißt, ich habe eine Obduktion durchgeführt und festgestellt, es ist ein Tötungsdelikt. Und dann geht es eben natürlich darum, dass man sagt, es waren so und so viele Messerstiche, wurde von vorn oder von hinten gestochen. Dann kommen Fragen der Verteidigung. Ja, aber wenn der nicht so einen schweren Herzfehler gehabt hätte, hätte er dann vielleicht überlebt. Also da steht man dann eben Rede und Antwort. Wie finden Sie diesen Zweig von Ihrem Beruf? Ist das spannend? Holt es einmal raus? Oder? Ach, das ist schon, es ist schon spannend, weil man dann eben halt auch mal die Angeklagten sieht. Ne? Stimmt, die sehen Sie eigentlich sonst nie, wer es war. Die sehen wir sonst nie, ja. Insofern, das ist schon mal eine ganz willkommene Abwechslung, aber. Ja, also ich würde jetzt nicht irgendwie mir einen Beruf suchen wollen, wo ich jetzt als technischer Sachverständiger vielleicht jeden Tag vor Gericht bin. Okay. Bin ja auch nicht Strafverteidiger oder so geworden, weil ich das nun so super vor Gericht finde. Also ich bin schon lieber im Sektionssaal. Okay, kommen wir direkt zur nächsten Frage. Meine Frage wäre, wie Sie zum Thema Tod stehen. Haben Sie durch Ihren Beruf mehr oder doch eher weniger Angst vorm Tod? Tja, ich glaube, wenn man so viel mit dem Tod zu tun hat und so und jeden Tag mit dem Tod konfrontiert wird wie ich, dann bekommt man gar nicht mal einen anderen Blick auf den Tod, sondern einen anderen Blick aufs Leben. Das heißt also, ich glaube, dass ich einer der Menschen bin, die gelernt haben, das Leben sehr zu schätzen, jeden Tag zu schätzen, Zeit mit den Menschen, die man gerne um sich hat, zu verbringen, schöne Dinge zu genießen, weil ich eben weiß, wie schnell das Leben endlich ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich große Angst vorm Tod habe, aber ich würde mich schon freuen, wenn es noch ein paar Jahre dauert. Ne? Gibt es denn irgendwas, was Sie genießen, was vielleicht den Tod fördert? Rauchen oder irgendwas anderes? Ich fahre unheimlich gerne schnelle Autos. Nein, doch, aber nicht so, dass ich jetzt irgendwie die Geschwindigkeit übertrete, aber wenn schon mal die Straße frei ist, schon. Nein, also ich rauche nicht, ich trinke gerne mal ein Glas Gin oder mal ein Glas Rotwein, aber das auch nicht täglich oder nicht mal wöchentlich, sondern wenn sich einfach die Gelegenheit ergibt. Aber ich könnte gar nicht jeden Abend Alkohol trinken, weil ich immer morgens um 6 Uhr aufstehe und natürlich auch den ganzen Tag klar sein muss und auch in der Nacht, falls mal irgendwas passiert oder das Telefon klingelt. Aber ich meine, jeder soll seine Laster haben. Das gehört zum Leben dazu und macht das Leben auch ein bisschen erträglicher für viele. Also ich spreche das jetzt keinem ab. Sehr gut. Sehr gut. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Servus. Meine Frage wäre, haben oder hatten Sie über einen längeren Zeitraum mit einem Angehörigen eines Opfers noch Kontakt? Nein, nie. Es ist einmal so, dass ich mit der Mutter der 7-Jährigen, von der ich vorhin berichtet habe, die Opfer eines sexuell motivierten Tötungsdeliktes wurde, zusammengetroffen bin. Da will ich jetzt gar nicht die Hintergründe groß erklären, aber das war ein komisches Gefühl. Und das ist was, wo für mich auch eine Grenze überschritten wird. Und ich bin froh, dass wir mit Angehörigen überhaupt nichts zu tun haben, weil es natürlich für mich schon hart ist, zu wissen, was zum Beispiel mit einem kleinen Mädchen passiert ist. Und auch dieses ganze Wissen zu haben und zu wissen, dass die Mutter aber immer noch offene Fragen hat, ich glaube, da kann man schnell emotional werden und verliert die Objektivität und professionelle Distanz, die man eben in unserem Beruf haben muss. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir überhaupt keinen Kontakt mit Angehörigen haben. Jetzt hätte ich noch mal eine Frage, da wir uns ja doch schon ein bisschen länger kennen.
Auch wenn ich den Beruf sehr spannend finde, würde ich nicht gerne Rechtsmediziner sein. Gibt es bei Ihnen Berufe, wo Sie sagen, boah, auf den hätte ich... Ich finde es super spannend, aber jeden Tag kann ich es mir nicht zutrauen. Das gebe ich auch ehrlich zu. Gibt es bei Ihnen Berufe, wo Sie sagen, Mensch, vor dem habe ich super Respekt oder nee, den würde ich einfach nicht machen, weil ich es nicht hinkriege? Also, was ich niemals machen könnte, ist, dass ich als Arzt in einem Kinderhospiz arbeiten müsste oder würde. Das heißt, mit schwer kranken, sterbenden Kindern zu arbeiten. Da wird mir schon ganz anders, wenn ich diese Reportagen sehe, wie diese kleinen Kinder so tapfer sind, wie die das alles ertragen und auch noch sogar ihre Eltern trösten. Und wenn ich in so einem Beruf wäre, das würde mir das Herz brechen. Das könnte ich nicht. Das ist so ein Beruf, wo ich unheimlich Respekt habe. Bei mir wird oft gesagt, boah, wie kann der sowas machen und so. Aber das ist wirklich für mich ein Beruf, mit sterbenden, schwerkranken, krebskranken Kindern zu arbeiten. Diese Menschen bewundere ich, das könnte ich nie. Wenn Dr. Zokos nicht Rechtsmediziner geworden wäre, was wäre er geworden? Schöner Chirurg. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, das ist auch so ein bisschen gut, ein bisschen filigraner. Aber das würde mir auch Spaß bringen. Das wäre auch eine schöne Sache, glaube ich. Das glaube ich. So, kommen wir zur nächsten Frage von den Zuhörern. Hallo, mich würde mal interessieren, wie Sie zu dem Thema das Leben nach dem Tod stehen. Also, das kann ich mit einem Satz beantworten. Nach dem Tod kommt die Fäulnis und sonst nichts. Oh, das war jetzt aber, damit habe ich keine Motivation von wegen, ja, das weiße Licht, Petrus kommt, es wird alles schön. Das kannst du ja glauben, Aaron. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Hallo Dr. Zokos, hallo Aaron. Ich würde gerne wissen, warum die Haut an Altersflecken postmortal einreißt, so wie Sie heute in Ihrem Instagram-Story-Post gezeigt haben. Na, das ist ja schon mal ein Hardcore-Fan. Das ist ja eine schöne Steilvorlage, um noch mal auf mein Instagram-Profil einzugehen. Ja, das habe ich tatsächlich heute in der Story gepostet. Altershaut, also sogenannte Weinflecken, entstehen dadurch, dass die Haut einfach im Alter immer trockener, dünner wird, an Elastizität verliert, sich dann eben häufig auch so rötlich verfärbt. Und die ist einfach so pergamentartig dünn. Und auf den Bildern bei mir in der Story, die jetzt gerade läuft, sieht man das ganz gut. Das sieht ja aus wie Messerschnitte oder als ob da eine Raubkatze irgendwie so drei Löcher reingerissen hat. Aber es gibt eben kaum Unterhautfettgewebe. Und das ist ein Phänomen, wenn dann die alten Menschen, die diese Weinflecken, diese Altersflecken haben, am Arm angepackt werden, gar nicht mal grob, dann reißt das ganz schnell ein. Also es liegt daran, dass diese Haut wirklich trocken, pergamentartig dünn ist und kaum Unterhautfettgewebe. Und das ist eben wichtig, das ist das, was ich da auch auf Instagram heute in der Story geschrieben habe, dass man das eben von Misshandlung differenziert. Das ist eben auch eine Aufgabe der Rechtsmedizin, dass wir eben feststellen, dass etwas nicht durch Misshandlung entstanden ist. Und jetzt auch ohne zu schleimen an alle Zuhörer, ich kann das Instagram-Profil von Dr. Zokos sehr empfehlen. Man sollte überlegen, ob man währenddessen seinen Mittag oder sonstige Speisen zu sich nimmt, weil ab und an bleibt auch mir nochmal der Mund offen stehen, aber es ist eben sehr spannend und man lernt echt viel. Und Herr Doktor, wir machen jetzt noch eine Frage und dann sind wir schon durch. Und was ich aus Erfahrung sagen kann, natürlich kommen demnächst noch YouTube-Videos, wo der Herr Doktor viel mehr erklärt. Er ist auf Instagram aktiv, da kann man ihm schreiben, aber ich habe aus Erfahrung und durch unser langes Kennenlernen gelernt, früher, als die Abonnenten noch bei 2000 war, wurde Hem geantwortet, jetzt sind wir bei 114.000. Das ist nicht mehr möglich, das muss man auch ganz klar sagen. Deswegen hier die letzte Frage. Guten Abend, Dr. Zokos. Ich wollte fragen, wie es Fidi denn so geht heute Abend. Und schöne Grüße von meinem Hund direkt mit dazu, vom Gandhi. Alleine schon der Name Nachtschlitzer war der beste heute Nachtschlitzer, Abend. Die die Frage stellt. Aber die Frage war natürlich super sympathisch. Fidi, muss man dazu sagen, ist mein Hund. Fidi ist ein Yorkshire Terrier. Da würde man jetzt denken, Mensch, der Zokos mit so einem kleinen Hund. Aber das ist tatsächlich ein Terrier. Der läuft gern am Fahrrad, macht gerne Quatsch. Und um die Frage zu beantworten, ich hoffe, es geht ihm gut, weil ich ihn natürlich da heute Morgen das letzte Mal um 6:30 gesehen habe. Und wenn ich nachher zu Hause bin, wird es das Erste sein, was passiert, dass er die Treppe halb runterfliegt und auf dem Rücken liegt und mir den Bauch hinhält. Das passiert immer. Eigentlich geht es dem gut, aber ich sende jetzt gleich mal Grüße zurück an Ihren Hund Nachtschlitzer.
Ach so, ich dachte eigentlich, das war unsere Begrüßung. Wenn ich mal wieder zum Drehen komme, dann drehe ich mich auch auf den Bauch und warte drauf. Ja, aber nee, auf den Rücken und ich streichle dir den Bauch, Aaron. Ja, können wir ja mal machen. Das wäre gut. Herr Dr. Zokos, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute Fragen zu beantworten hier auf Stereo. Und für sehr alle, gerne, die mehr Fragen haben, schaut die Videos, lest die Bücher, weil da gibt es auch sehr, sehr viel. Viele haben nämlich nicht mich gefragt, wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Und da kann ich immer nur wieder sagen, ich habe ein Buch geschenkt gekriegt. Das lag auch, muss ich ehrlich sagen, 1-2 Jahre im Buchregal rum, bis ich dann irgendwann mal einen längeren Flug hatte oder eine Reise und da habe ich es gelesen und es hat mich so mitgerissen und dann bei der Hälfte beim Buch dachte ich, boah, lesen mag ich nicht, dann habe ich mir das Hörbuch runtergeladen und habe von da aus weitergemacht und dann habe ich zu Marvin gesagt, du, wir müssen den Dr. Zokos mal anschreiben, ob man da was machen kann und das war in Sachen YouTube eine der besten Entscheidungen, nicht vielleicht die beste, aber eine sehr, sehr gute. Und deswegen hört, schaut gerne rein und auf Instagram lernt man sowieso immer sehr viel beim Doktor. Deswegen vielen Dank und einen guten Heimweg und eine gute Nacht. Da schließe ich mich an, den guten Wünschen. Tschüss. Wieder aus dem Bereich der Schule. Wie heißt die größte Art des Hirsches? Oh, die größte Art des Hirsches ist der Elch. Richtig. Blöd. Wie macht denn der Elch? Krass, das war voll geraten. Anderer Lebensmittel.